Ja, okay. Hallo zusammen erstmal. Und wir sind natürlich jetzt hier noch bei unserer Ausbaustrecke, ne, wo wir da in der Nähe hier so ein bisschen was zusammenfarben wollen für die Leitungsmaschine und Prozessor und so. Und naja, also hallo und erstmal schauen wir mal hier was. Also das ist jetzt das Geplante, dass wir jetzt erstmal farmen gehen, bis wir dann irgendwann mal genug haben, um auch für die diese Latexmaschine ja Lohnstaub zu kriegen. Und Lohnstaub brauchen wir sowieso für den Weg ins End. Und da sind wir also leider noch auf der Suche nach überhaupt irgendeiner Festung. Und dementsprechend sind wir jetzt hier eigentlich nur am Buddeln. Also diese Folge wird möglicherweise ziemlich, naja, sagen wir, arbeitsintensiv, sag ich mal so, im Sinne vom Bergbauen, also Streckenvortrieb. Basalt haben wir jetzt hier auch. Naja, super. Also wir machen einfach die Spitzhacken hier durch. Ist jetzt nicht irgendwie ein Problem. Wir haben ein paar mehr davon. Und sehen wir mal zu, dass wir irgendwo gut landen. Hoffentlich ohne, dass uns Lava irgendwo nervt. Und dass wir dann irgendwo was finden, wo wir auch so eine Festung haben mit einem Lohnsporner drauf. Oder irgendwelche Lohn jedenfalls, die uns dann irgendwo begehen, dass wir da ein paar Lohnstäube haben. Denn ohne, dass wir ins End kommen, bekommen wir keine Lytra. Und ohne, dass wir eine Lytra haben, können wir nicht Fly und Angel Ring haben. Und ohne Angel Ring ist das alles sehr mühselig. Also wenn wir hier jetzt schon Angel Ring hätten, wäre natürlich super cool. Ne? Haben wir aber nicht. Ja gut, okay, das ist also dann, was wir geplant haben. Es hat natürlich jetzt im Augenblick wenig Tutorial-Effekte, aber ich denke mal vielleicht, naja, also die Geduld ist vielleicht das der Tutorial-Aspekt hier im Augenblick. Und ja, genau. Jetzt haben wir schon eine Spitze durch, dann nehmen wir mal die nächste. Wir haben noch ein paar mehr bei. Jetzt müssen wir ein bisschen mehr aufpassen, nicht, dass wir irgendwo landen, wo wir dann gar nicht hinwollen. Ja, ich ahnte es, dass wir da jetzt müssen wir natürlich mal gucken, dass wir hier drüben was hinbauen. Kommen wir da drüben hin? Ne, kommen wir nicht, da müssen wir hier nochmal. So, jetzt kommen wir aber drüben an. Ne? Genau, wir buddeln einfach weiter. Es hat also wenig Sinn, dass wir jetzt hier uns umschauen, sondern es geht einfach nur danach, so mache ich das jetzt auch einfach hier in der Karte nach. Ne? Wir sind in einer Höhe. Also von Y, ne, in einer Höhe, wo wir solche Festungen, wenn sie uns dann begegnen, dass die uns hier erscheinen sollten auf der Map. Ne? Und das bedeutet, ja, wir müssen da mal ein bisschen testen. Also ich zeige euch das erstmal, wie man mit der Geduld umgeht. Die habe ich natürlich selber nicht. Ne? Aber ich denke mal, irgendwann werden wir soweit sein. Was haben wir denn da jetzt? Hier sind wir Trostblöcke oder was? Mal schauen, wie das denn hier so wird. Nicht, dass wir irgendwo hier irgendwas landen, wo wir gar nicht hinwollen. So, mal rumgehen. Mal gucken, ob wir das neu generiert dann. Nee. Das finde ich aber jetzt mal blöd. Schauen wir mal, was unser Hammer dazu sagt. Er sagt gar nichts. Das hilft uns jetzt auch nicht. Jetzt hat er das gebaut. Na gut. Also wir gehen einfach jetzt weiter hier. Und müssen gucken, dass wir dann irgendwo da ein Update von der Map haben, wo dann plötzlich steht, hey, da ist was. Ne? Weil ein Bötchen fahren in der Lava geht natürlich nicht. Und rumlaufen ist auch gefährlich. Ne? Okay, schönstenfalls, also sagen wir, wenn das jetzt hier dieser Folge jetzt nichts Vernünftiges wird, dann werde ich mal auch offline, also ohne euch, eine Runde hier surfen und gucken, ob ich da was finde. Und dann werden wir das natürlich dann gemeinsam weiter betreiben. Aber ich habe keine Lust, dass ich euch da stundenlang hier von das Chip-Mining erzähle. Das ist zwar nett, aber macht nicht so wirklich Spaß. Und hier diese Feuer, diese Magma-Dinger, die sind cool. Die kann man nämlich super gut gebrauchen, um Farmen zu bauen oder auch sich irgendwelche Bösewichter von deinem Leib zu halten. Ja, ist klar. Haben wir das jetzt überlebt, so gerade eben, ne? Also wenn dann so gerade eben. Ja, genau, mal gucken. Das ist fatal, fast wäre es fatal geendet. Jetzt hat er das da oben natürlich auch noch. Das ist ja besonders blöd. Wir müssen jetzt hier den wegmachen. Und dann hoffen, dass wir das dazu gebaut kriegen. Ja, ja, ist klar. Nervig. Okay.
dann gehen wir mal zu den Deathport hin. Warte mal hier, das ist der. Hier, der ist das. Den können wir wegmachen. Da gehen wir zu dem. Stehen wir wahrscheinlich in der Lava. Ja, natürlich, klar, aber sowas von. Okay, vergiss. Nee, dann gehen wir. Ist klar, dann werden wir jetzt hier mal schauen, wie wir damit klarkommen. Dann werden wir die ganzen Deathpoints hier oben jetzt erstmal removen und removen. Dann haben wir aber noch in der Nähe den Ausbau. Da ist ja, hoffe ich, noch keine Lava hingeflossen. Das ist ja schon bis weiter weg. Genau, da hinten, da müssen wir hin. Und dann müssen wir da mal gucken, wie wir damit umgehen, dass wir da so eine blöde Lavaquelle haben, die uns etwas genervt hat. Okay, das werden wir schon irgendwie kriegen wir das hin. Wenn wir etwas ganz hier zubauen, dann können wir zubauen. Ja, das ist so, geht das. Und da hinten nochmal zubauen. Trotzdem haben wir noch keine Lösung für das eigentliche Problem. Denn das eigentliche Problem heißt ja, dass wir hier nicht weiterkommen. Na guck mal, der hat das ja einfach. Ja, das ist ein bisschen nervig. Mal gucken, was da unten drunter ist vielleicht. Da geht's noch. So, mal schauen, dass wir hier so eine Basen haben, sodass wir weiter aufmachen können. Ja, genau, auf die Art. Mal hier oben mal gucken. Der geht auch. Also irgendwie müssen wir jetzt dafür sorgen, dass wir diese Lava loswerden. Oder wir müssen uns nach oben wegbauen. Das geht natürlich tendenziell auch. Kann ich da jetzt nicht um die Kurve irgendwas bauen oder was? Guck mal hier. Da geht doch. Guck mal, es geht doch. Ja, guck mal, da haben wir es doch. Ja, wow. So. Oh, mal gucken, was wir hier noch finden. Also an Hässlichkeiten. Aber vielleicht kann man hier rausgehen. Guck mal. Ist natürlich hier dürfen wir nicht drauf. Werden wir sterben. Aber ich glaube nicht, dass wir hier großartig laufen können. Ja, doch ein bisschen vielleicht. Ein bisschen vielleicht. Mal gucken, dann brauchen wir nicht so viel Buddeln. Da hinten, ja, da kommen wir vielleicht rüber. Guck mal. Ja, aufpassen, dass wir nicht abstürzen hier irgendwie, aber. Guck mal, da ist eine Burg, du guck mal. Alter. Ja, mal cool. So, jetzt machen wir direkt mal Waypoint. Festung 1. Nee, Festung 1. Ja. Aber mal sowas von. Ja, noch ein Enderman. Ja, das ist natürlich toll, toll, toll. Pass mal auf, Alter, komm mal rüber. Komm her zu mir, komm zu mir. Komm. Bitteschön. Genau, denn wir haben hier zwei hoch und da kannst du nicht hingeblöd. Aber ich kann. Ja, gib mir eine Enderperle, los. Los, ich will eine Enderperle. Ja, du brauchst mich gar nicht so zu zieren. Ich bin hier jetzt derjenige, der gewinnt. Leider mal wieder ohne Enderperle. Alter, warum nicht? Das finde ich immer sowas von völlig schade. Okay, aber wir haben da hinten auf jeden Fall eine Burg. Und da können wir, ich weiß gar nicht, wie wir da hinkommen. Wir können uns ja nicht einfach irgendwo herbauen. Das können wir natürlich, aber. Das ist so groß. Das ist so eine andere, das ist so eine neuere. Und hier oben ist ein Buch, guck mal da. Oh noch. Na gut, also ob sie den haben. Aber dahin müssen wir hin. Da müssen wir hin. Egal was passiert. Wollen wir schauen. Und wir gucken mal, ob wir hier uns ein bisschen weiterbauen können. Da fallen wir eine Etage nach unten auf dieses Ding. Genau. Da fahren wir hin. Komm, mach mal. Ups, so, müssen wir mal gucken. Ja, da müssen wir so ein bisschen aufpassen, dass wir dann nicht in der Lava da unten drunter landen. Aber das kriegen wir. So, jetzt haben wir schon mal. Haben die auch eine Kiste? Da ist eine Kiste. Ich wusste es doch. Enderperle, los. Nein, Obsidian und etwas Mending. Oh, wow, wie cool ist das denn? Den können wir drin lassen, den brauchen wir nicht. Den brauchen wir auch nicht. Was haben wir hier? Sweeping Edge. Na gut, also den Rest können wir hier drin lassen. Das nehmen wir mit. Weil die beiden Cost of Vanishing, das ist zu ätzend, das will ich nicht. So. Okay, jetzt müssen wir trotzdem darüber. Jetzt sind wir noch nicht da. Aber wir können natürlich einen weiten Weg dahin schon zurücklegen. Und das war's. Irgendwie buddeln oder bauen müssen. Es dauert ein bisschen, aber gut, jetzt sind wir jetzt hier sterben. Haben wir einen Waypoint, einen Deathpoint. Das ist schon mal cool. Ja, jetzt müssen wir nur da noch
irgendwie ankommen und lebendig ankommen. Das wäre natürlich was dann. Also möglichst weit natürlich. Also mal schauen, wie wir hier weiterkommen. Ich sehe das Ding jetzt nicht, aber da ist das auf jeden Fall. Das ist direkt vor unserer Nase. Da können wir nur hoffen, dass da auch... Ja, guck mal hier, dass wir hier einen Lohnspawner finden. Das, ich baue mich jetzt mal extra hier ein, mache hier nochmal einen Waypoint hin. Ja, dass wir auf jeden Fall hier irgendwie eine Bleibe haben, die uns jetzt nicht mit irgendwelchen Viechern dass wir hier nervt werden. Das wäre natürlich auch, das ist ja schon mal super cool, Alter. Das an hier. Wir kommen da jetzt auf jeden Fall in so eine Burg rein und werden vielleicht alles Mögliche finden. Ja, wie cool ist das denn? Wir bauen es mal einfach nach oben, dann sehen wir mal weiter, ne? Da sind wir schon oben. Das kann auch noch nicht so richtig sein. Tatsächlich. Dann wollen wir mal schauen, ob wir hier was finden. Das ist ja noch nicht so ganz. Sehen Sie schon wieder irgendwelche Viecher? Das ist natürlich nicht ganz so geil. Ich sehe auch keinen Spawner. Keinen Lohnspawner. Das sehe ich nämlich. Das ist natürlich super schade. Wir werden das Ganze jetzt mal explorieren. Gut. Das ist natürlich mit Lava. Da geht es aber noch weiter nach oben. Ja gut, das werden wir natürlich dann im Laufe der Zeit auch rausfinden, wie wir da hinkommen. Wir gehen jetzt erstmal in die Richtung. So, jetzt sind wir hier erstmal. Da müssen wir uns hochbauen, oder was? Was haben wir denn hier? Die Treppe nach unten. Ich würde gerne hier so eine Stelle haben, wo wir uns einbauen, dass wir nicht von irgendwelchen Viechern genervt werden. So, dann mal bauen. Hier so ein Ding. Geht das nach draußen? Nein, es geht nicht nach draußen. Cool. Ja, ist gut. Dann werden wir noch ein paar Axtzacken hier verbrauchen. Dass wir einen sicheren Platz haben, von dem wir auch immer wieder starten können, wenn irgendwas uns mehr oder weniger dann hier quer kommt. Ne? Das so viel. So, also mal gucken hier. So machen wir das jetzt mal. Dann machen wir jetzt mal hier oben mal vorsichtshalber den einen oder anderen hin. So, jetzt machen wir hier nochmal. Base 1. So. Okay. Ändert aber jetzt nichts daran, dass wir natürlich weiter wollen. Und folglich gehe ich jetzt mal absichtlich hier so ein bisschen um die Ecken, dass uns da nicht irgendwelche Viecher plötzlich begegnen. Das brauche ich auch hinter mir wieder zu, dass wir ein Safe Room haben. Was haben wir jetzt hier? Wir gehen mal runter. Ich glaube zwar auch nicht, dass wir unten was Besonderes finden, aber ist auch gar nicht runter. Es scheint nur. Okay. Na gut, dann müssen wir nach oben. Also das war ja eh angekündigt oder sichtbar, dass wir hier nach oben müssen letztendlich. Dann machen wir das auch mal. Wir bauen uns das nach oben, genau bis wir oben sind. Und wenn das. Es dauert halt und macht ein paar Spitzhacken verbrauchen. Wird schon passen. Okay, liebe Leute. Also, ich sag mal Folgendes. Also wie gesagt, wenn euch das Video gefällt, dann liken bitte. Wäre nett, weil das brauchen wir halt auch, um bei YouTube besser sichtbar zu sein als Community. Und wenn ihr noch nicht haben solltet, natürlich den Kanal abonnieren. Also erstmal ist es kostenlos und zweitens hilft uns das dem Kanal auch zu wachsen. Das hat der Community natürlich letztendlich. Ja, ist klar. Warum auch direkt mal wieder zu? Ja, ich weiß, ich sterbe jetzt mal wieder, aber es ist egal. Ich habe das, glaube ich, jetzt da zugemacht, sodass ich da, das ist natürlich jetzt nicht geladen. Pass mal auf, wir gehen da mal eben kurz hin. Das ist natürlich nicht geladen. Base 1, da bin ich jetzt hin. So, ich glaube nämlich, dass das in unserem Sinne ist. Das ist nämlich, dass die Lava wieder weg. Nein, doch nicht, Mist. Das ist natürlich doof. Wir müssen mal gucken, ob wir jetzt hier weiterkommen oder wie. Ah, nee, genau, jetzt muss erst noch wieder zurück. Das ist noch nicht hochreif gewesen. So, okay, hier war das. Da müssen wir die Nummer machen.
Nicht, dass wir in so einen Block spawnen. So, jetzt können wir den Weg nochmal gehen hier. Das hat man ja schon. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir da oben nicht wieder bei dieser Lava landen. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier an der Seite weiter. Dann können wir ja auch. So lange, bis wir irgendwo ankommen, wo es dann vernünftig wird und dass wir dann irgendwann oben sind. Das wird ein bisschen dauern natürlich, klar, logisch. Aber wir haben natürlich auf die Art und Weise sammeln wir auch ein bisschen Rohstoffe. Also wie gesagt, also liken, kommentieren, kommentieren hatte ich noch nicht genannt. Das ist natürlich auch noch so eine Geschichte. Also würde ich gerne haben, dass ihr mir sagt, von wo er kommt, damit wir vielleicht auch mal planen können, dass wir so ein Community-Treffen machen können. Dazu hatte ich eigentlich vor, ich habe das immer noch vor, dass ich im Laufe dieses Jahres irgendwann mal so eine Deutschland-Tournee mache. Da steht natürlich als allererstes ganz oben auf der Liste, das hatte ich ja letztes schon, das hat dann aber nicht geklappt, weil irgendwie Bahnstreiks. Da hatte ich ja schon vor, dass wir uns im Oberhausen treffen. Guck mal, hier sind wir am Ende. Dann gehen wir mal hier weiter. Also da hatte ich ja schon uns vor, mit dem Pioneer und der Rose mich zu treffen. Aber das hat ja nicht sollen sein. Das holen wir auf jeden Fall nach. Das ist also das Erste. Und dann schauen wir mal den Sven, den besuche ich natürlich auch irgendwie, wenn das irgendwie sich vereinbaren lässt. Naja, und jetzt machen wir mal Fotos. Jetzt habe ich hier mal so einen Punkt, dass wir hier so einen Lava-Kast drin haben, dass wir dann nicht immer mehr ganz zurück müssen, falls uns was passieren sollte. Und das ist jetzt... Genau, so machen wir das. Jetzt gehen wir nochmal nach oben. Ja, jetzt sind wir nämlich schon oben. Guck mal. Wenn wir jetzt oben auf dem Turm oben drauf sind, dann haben wir natürlich jetzt schweres Kämpfen. Ja, wir sind noch nicht oben drauf. Wir sind jetzt in dieser Halle. 3. Ja, das ist natürlich ein super Ding hier. Da werden wir jetzt hoffentlich auch gut antreffen. Und es gibt ja noch Treppen nach oben. Also mit den Treppen, das machen wir jetzt mal noch nicht. Und ich will jetzt gucken, ob wir hier was Lootiges finden. Ein paar Stühle und so. Ja, geil. Das schwebt mir jetzt. Aber Näserwarzen, die nehmen wir mit direkt. Und dann haben wir hier was noch ein paar Näserwarzen und noch ein Dia und so. Das ist doch schon mal cool. Dann werde ich die Kiste auch abbauen. Damit ich ja nicht dreimal die Kiste gucke. So, das, ja, also wir kommen, mal schauen, ein bisschen weiter hier um die Ecken rum. So, jetzt haben wir, das ist wieder diese Treppe, da gehen wir jetzt mal noch nicht, ich will noch nicht nach oben. Das ist mir noch zu gefährlich. Schauen wir mal, ist was hier sonst so alles Nettes gibt. Nicht so wirklich, ja, Lava ist klar. Lava, das werden wir jetzt mal hier abstellen, dass die Lava sich da schön hier nicht auf uns ergießt. Und dann haben wir hier natürlich, darüber gehen wir jetzt auch noch nicht. Das machen wir hier nochmal auch nochmal zu. Das ist jetzt klar, ist, dass wir hier nicht wirklich in Tode sterben, die wir nicht wollen. Hier ist nochmal so eine Treppe, die brauche ich jetzt auch nicht. Ich glaube, weiß nicht, ob wir einmal rum sind, aber nee, ich glaube nicht. Wir haben noch ein paar Räume über. Ja, guck mal hier. Das hier so Nuggets hier und das hast du hier oben. Und noch eine Kiste hier oben, guck mal. Noch mehr, guck mal, cool. Also das ist, hat doch was. So, die nehmen wir auch noch mit die Kiste. Dann will ich ein paar mal gucken. Ja, komm her. Ja, so, was haben wir hier auch noch? Guck mal hier. Das habe ich jetzt hier. Den. Den wir auch noch mal kurz einsammeln. Das werden wir nicht mitnehmen. Das, ach, guck mal, das ist ja mal cool. Alter, na gut. Also das ist schon, wir sind also schon hier auf einem ziemlich erfolgreichen Weg. Leider habe ich noch keine Ender-Chest. Wir müssen erst lohnen. Ohne Lohn wird das nichts. Dann könnten wir nämlich das nach Hause beamen. Dann brauchen wir das Inventar nicht immer sofort zu haben. Weißt du? So, das hier auch nochmal. Guck hier. Wow. Einsammeln. Und die Kiste abbauen. Ich finde ich aber nett, dass die Viecher uns hier im Augenblick noch scheint zu Ruhe lassen. Auch die in ihrer Warzen nehmen wir natürlich mit. Und also finde ich ja echt zuvorkommt nice. Und die Treppe, ne, da ist natürlich der nächste. Gehen wir mal weiter. Vielleicht begeht uns so. Ja, aber hier sind wir dann angekommen. Das ist auch nochmal. Hier sind wir jetzt einmal rum. Das heißt, jetzt können wir tatsächlich eine Runde nach oben gehen.
Und warte mal, die sind wir hier. Wir sind hier. Wir sind gar nicht. Nee, wir sind hier gar nicht angekommen. Wir gehen doch noch mal eine Runde rum. Bisschen weiter. Nicht, dass wir die Hälfte verpassen. Nur mal zu faul sind. Nee, hier waren wir schon. Okay, so. Dann sehen wir jetzt die Treppe. Irgendwo war eine Treppe hier, genau. Dann gehen wir nach oben. Ja. Ja, ich will ein bisschen dauern. Mal kurz vorsichtig gucken und mal das Schwert schon mal in die Hand nehmen. Dass wir da auf jeden Fall etwas machen können, wenn die Viecher was von uns wollen. Aber guck mal hier. Das sind wir schon hier. Das ist schon mal nicht ganz falsch. Wir gehen jetzt mal hier zu diesen Barrel-Sachen und Kisten hier. Das brauchen wir nicht wirklich. Das brauchen wir ein Schwert können wir mal mitnehmen. Hier, das nehmen wir mit. Ja, ist gut. Ein Lohn, das ist eine Lohn, die mich hier nervt. Das ist nett von ihr. Auch wenn mich das jetzt etwas nervt, aber es ist ja erstmal egal. Hauptsache, wir haben hier was, was wir benutzen können. Ja, also du, ja, ist klar. War gar nicht Lohn, aber war so ein Skelett. Aber wir packen jetzt die Sachen erstmal ins ME-System, denn wir haben ja jetzt hier einen neuen Deathpoint. Also sind wir 13, 22, also sind wir denn das? 15, warte, 11, 1, 23, 20 oder 22? Ist das der? 22, 20, der ist neuer, ne? Na gut, ist egal, wir machen auf jeden Fall hier den mal und dann sterben wir vielleicht nochmal. Also ich werde da den grünen, den wir müssen ansteuern. Ne, das ist ja nämlich genau nicht. Das heißt, den grünen Ton dann löschen. Den brauchen wir nicht. Remove. Und dann gehen wir aber hier zu uns nach Hause erstmal. Und zwar hier zu unserer tollen neuen ME-Systematik. Und werden da jetzt erstmal unser Inventar leeren. Guck mal hier, zack, sind wir da. Fängt das mit dem Strom schon wieder cool an. Super mit dem Mending, das ist natürlich fantastisch. Das brauchen wir erstmal alles nicht, das nehmen wir erstmal alles hier, zup, alles hier raus in die Kiste hier und dann hat sich das. Und ja gut, das hier auch und okay. Ja, das war schon mal ziemlich gut. Was machen wir jetzt weiter? Wir wollten noch einen Chunkloader gehabt haben. Woran lag das, dass wir den Chunkloader nicht gekriegt haben? Warte mal gucken, woran lag das? Chunkloader, hier, Chunkloader. Ach, der Innerperl, naja gut. Das haben wir natürlich jetzt noch nicht. Ist auch Tag jetzt, das bringt nicht viel. Gut, dann gehen wir nochmal nieder. Da war ja auch sehr spannend und eigentlich ganz nice. Da gehen wir jetzt nochmal hin und dann schauen wir mal, dass wir den gleich umbenennen. Ja, ich wusste, dass du jetzt direkt wieder kommst. Ja, das war so klar. Ne? Gut, das heißt aber, wir haben den anderen Waypoint jetzt hier, den wir jetzt mal umbenennen können. Und den nennen wir jetzt mal S1. So. Und da gehen wir jetzt nochmal wieder hin. Das heißt, wir können direkt dahin gehen, wo der Test-Point war. Dann werden wir dem wieder da mal die Leviten lesen. Ja, genau. Ich habe nämlich auch eine Waffe, weißt du, nicht nur du. Das mal klar ist. Was haben wir da jetzt? Noch was, was uns nervt? Eine Lohe. Weil das ist ja klar, dass wir das mit Lohe zu tun kriegen. Das ist auch gut so. Das wollen wir ja auch eigentlich. Unbreaking ist gut. Was haben wir hier? Reaction, alles gut. das wird noch ein bisschen weiter so gehen, weil wir ja schließen einfach noch nicht mal eine Rüstung haben. Ne? Also wir arbeiten ohne Rüstung. Ne? Also, das wird sich natürlich dann irgendwann auch relativieren, weil wir dann eine Rüstung haben werden. Aber noch eben nicht. Und deswegen werden wir jetzt trotzdem dahin an diesen Mitten-Despoint gehen. Und schauen, dass wir da jetzt noch ein bisschen looten können. Warte mal hier, warte mal da. Das haben wir leer gemacht. Jetzt gehen wir da rüber. Da ist ja, oh ja, das ist natürlich, das ist ja schon ganz wichtig. Gunpowder, das brauchen wir natürlich. Kohle haben wir auch keine und die Strings nehmen wir mit. So, ist ja gut jetzt. So, was haben wir hier nochmal? Das und das, alles cool. Ja, komm. Das haben wir leer gemacht. Das haben wir, jetzt hauen wir mal hier ab. Ich wollte gerade sagen, jetzt hauen wir hier ab.
Das war dann schon quasi gegeben. Jetzt schmeißen wir das nochmal ins Inventar, beamen uns zurück und werden dann na, weiter gucken, was wir dann noch. Da gibt es ja noch mehrere, vier Türme. Und da werden wir schon noch das eine oder andere Interessante finden. Da müssen wir halt nur durch. Ne? Das ist, denke ich mal. So, an der Stelle werden wir jetzt einfach nur abhauen. Da waren wir jetzt durch. Ja, genau, mal schauen, wohin wir denn abhauen können. Noch sehe ich da nicht viel. So, mal gucken, da hinten ist die Lore. Das ist natürlich toll, 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 dass wir die Lore haben. Ein bisschen dieses und ja, das Ganze mal. Ja, okay. Wir machen das noch ein bisschen öfter. Also, wir haben natürlich da auch echt schlechte Karten im Raum. Das muss ich mal einfach sagen. So, komm her, du Pfeife. Ja, natürlich. Also, Leute. Ja, ich habe nicht genug Ressourcen, um mich da ernsthaft jetzt irgendwie auf so eine Zweitrüstung oder was vorzubereiten. Auf Deutsch, jetzt wo bin ich denn jetzt hier? In Lava? Hat der uns irgendwo hingeschmissen? Warte mal, dann gehen wir nochmal ein paar zurück. Hier haben wir hier, dann schauen wir mal, ob er denn da, ja genau, hier waren wir, dann gehen wir mal da hin, wo er dabei ist mit Lava. Ich denke mal, der hat uns rübergekickt. Wir sind da unten in der Lava gelandet. Das wird aber trotzdem jetzt hier sein, dass wir die. So, und da waren wir schon in der Lava. Pass auf. Ja, du kriegst jetzt vor mir erstmal einfach die Nase. Komm her. So, und da haben wir noch eine Lore, die haben wir auch noch. Die werden wir jetzt erstmal heimsuchen, in der Hoffnung, dass wir eine Lore kriegen. Eine rote. Nein. Okay. Aber die hat auch schon schwer gelitten. Ne? So ist es jetzt nicht. Das heißt, wir werden das jetzt hoffen, dass wir da eine kriegen. Eine. Keine Lohnroute. Ernsthaft jetzt? Dafür ein blödes Skelett, was uns überhaupt nichts bringt, außer dass es uns nimmt. So, schauen wir weiter. Okay. Hier ist natürlich noch eine Lohr. Wir haben natürlich hier noch mehr. Wir stehen jetzt mal in die Deckung hier. Ja, komm, den ziehen wir mal an. Ja, natürlich. Komm, wir ziehen erstmal einen Helm an. Genau. Jetzt haben wir hier erstmal so einen Helm, ne, oder? Da, den ziehen wir jetzt mal an. Da haben wir eine, guck mal hier, eine Rüstung jetzt. Wir sind jetzt hier voll up to date. gehen wir mal hin. Schauen wir mal, ob wir uns da direkt wehren können. Ja, können wir. Nein, hat nicht gereicht. Nochmal. Alter, das nervt. Wir werden gleich ganz viele Vapor-C verschwinden lassen. Aber ich will jetzt erstmal gucken, dass der jetzt, genau, der ist tot. Wir haben jetzt hier noch nichts Sinnvolles gefunden. Das Schwert hier, das ist natürlich jetzt auch irgendwie ziemlich banane, dass wir das dann. Da ist Unbreaking, das ist gut. Was haben wir hier nochmal? Gunpowder. Gunpowder, was haben wir hier? Mending. Keine Ahnung, was auch immer das ist. Müssen wir mal gucken gleich. Das will ich jetzt nicht großartig die Zeit mit vertun. Ah, einen goldenen Helm. Das ist vielleicht gar nicht falsch, dass wir den nehmen. Weil das für diese Pigments immer ganz nice ist. Also jetzt gehen wir mal gucken. Die Holo ist natürlich jetzt weit weg. Müssen wir mal gucken, dass wir da. Nein, ich will hier nicht runterfallen. Alter, ich wollte jetzt nicht. Das Spiel ist zu Ende. Das Spiel ist hier aufgehängt. Liebe Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Das Spiel ist hier aufgehängt. Ich wünsche euch was. Ja, genau. Also nächste werden wir natürlich weitermachen und gucken, dass wir noch eine Enderperle kriegen, logischerweise. Ne? Gut, gut. Ja. Dann würde ich mal sagen, bis dann und wir sehen uns.